Diese drei kleinen Eichhörnchenbabys wurden in Weinheim auf einem Waldweg gefunden und zur privaten Wildtierhilfe nach Sandhausen gebracht. Jeanette Plenmaler kümmert sich nun liebevoll um die drei noch namenlosen Waisenkinder. Ja, ich habe drei Teenager, sag ich mal, aus dem Wald angerufen. Sie haben drei Eichhörnchen gefunden. Die liegen da auf dem Boden. Dann habe ich gesagt, bitte einpacke, herbringe. Und dann kamen sie mit ihrer Mutter und haben erzählt, sie waren im Wald spazieren und da waren die mitten auf dem Weg gelegen und haben sich nicht geregt. Sie waren also sehr mager und sehr ausgetrocknet. Im Jahr 2019 päppelte Plenmaler 27 Eichhörnchen auf. In diesem Jahr, Stand Juni, sind es 38. Also diese große Not der Eichhörnchen, denke ich, hat damit zu tun, dass die letzten Sommer extrem trocken und heiß waren und dadurch die Fichte absterbe und die Nussernte und Bucheckernernte viel zu gering ausgefallen ist, als dass die Hörnchen sich ordentliche Vorräte hätte ansammeln können. Dann war der Winter sehr warm. Normal kriege ich im März die ersten Hörnchen, dieses Jahr im Januar. Die haben also nicht lang Winterruhe gehalten, sondern haben sich damit beschäftigt, eine Familie zu gründen. Und dementsprechend früh kamen die ersten Babys. So. Sag hallo, Weinheim.